Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mathe-Tipps. Im heutigen Video wieder das Thema Ableiten, Differenzieren. Ich hatte gestern dazu bereits ein erstes Einleitungsvideo gemacht und erklärt, wie man mit der Potenzregel schnell und einfach ableiten kann. Jedoch ist das Tückische beim Differenzieren ableiten, dass man sehr, sehr schnell auf Spezialfälle, Sonderfälle stößt, die bei den Hausaufgaben im Unterricht, den Klausuren und Prüfungen Probleme machen können. In diesem Fall ein Beispiel eines solchen Sonderfalls. Wir haben hier f von x ist gleich 3 mal Sinus x plus 3 mal Cosinus x. Und was hier Probleme bereitet, sind die trigonometrischen Funktionen Sinus von x und Cosinus von x. Wenn man diese Funktion ableiten möchte, weiß man häufig nicht, wie das geht. Also, ich möchte euch gerne heute dieses Beispiel zeigen, dass ihr in Zukunft beim Ableiten von trigonometrischen Funktionen keine Probleme haben werdet. Also, wir müssen als erstes wieder die Symbolik aufschreiben. F von x' heißt die erste Ableitung der Funktion. Wir haben hier einmal 3 multipliziert, das heißt, als Faktor die 3 können wir einfach wieder aufschreiben. Wichtig, bitte auf das Mal achten. Jetzt gibt es einen feinen, einfachen Trick mit den Sinus- und Cosinus-Funktionen. Und zwar nenne ich das Ganze immer die Sinus-Cosinus-Uhr. Wir schreiben einmal hier den Sinus auf, dann den Cosinus, dann Minus Sinus von x und hier Minus Cosinus von x. Das kann man sehr gut auswendig lernen. Und was man hier wissen muss, wenn man im Uhrzeigersinn läuft, hat man quasi immer die Ableitung der Funktion. Und wenn man gegen den Uhrzeigersinn läuft, dann haben wir die Stammfunktion bzw. Integration der Funktion. Das heißt, wir haben jetzt mal Sinus von x, schauen wir uns einmal an, befindet sich hier. Wir gehen einmal abgeleitet im Uhrzeigersinn und erhalten Cosinus von x. Also erhalten wir Cosinus von x. Und jetzt bitte aufpassen, das wird häufig falsch gemacht, denn wenn wir jetzt hier weitermachen, wir betrachten den Cosinus, also haben wir hier die Cosinus-Funktion einmal im Uhrzeigersinn. Das heißt, das Ergebnis ist dann minus Sinus x. Hier wird häufig das Vorzeichen missachtet, bedeutet, wir haben nicht mehr hier in dem Fall plus, sondern minus. Die 3 ist ja hier als Faktor multipliziert, die bleibt einfach da und dann Sinus von x. Und somit haben wir diesen Sonderfall ableiten mit trigonometrischen Funktionen gelöst. Ich hoffe, dass dieses Video euch weiterhilft. Für Fragen oder Themenwünsche nutzt bitte gerne die Kommentarfunktion. Falls ihr keines meiner weiteren Videos verpassen möchtet, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.